Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast, das Seriensprechzimmer. Wir reden heute mit Marc Rotemund, dem Regisseur des Films Wochenendrebellen. Was er über diesen Film zu sagen hat, der am 28. September 2023 in den Kinos startet, hört selbst. Bitte. Marc, erzähl mir mal, wie hast du denn von diesem Wochenendrebellenprojekt erfahren? Wir haben nämlich eine Kollegin, die ist totaler großer Fußballfan und sie sagte, dass eigentlich war es eigentlich nur so rein Fußballfans erst bekannt und da auch meistens nur der aktiven Fanszene, also Studiogängern und Auswärtsfahrern. Wie hast du von diesem Projekt erfahren? Das Telefon klingelte und dann hat eine Produzentin gesagt, du Marc, ich habe hier einen Drehbuchautoren Richard Kropf. Der hat eine Fassung geschrieben, basierend auf der wahren Geschichte von Mirko und Jason, ob ich das mal lesen wollen würde. Und anscheinend haben sich der Drehbuchautor und die Produktion abgesprochen und sie mochten meine bisherigen Filme. Sie wussten, ich habe auch gerade ein Kind bekommen. Sie wussten, ich bin Fußballfan. Sie wussten, ich habe schon eine gewisse Erfahrung und werde Ihnen irgendwie diesen Film schon umsetzen können, obwohl es um Stadienbesuch in 56 Stadien, Fußballstadien geht, in einer Zeit, wo in der Vorbereitung die Stadien leer waren und noch Corona war und der Auftrag war, bitte einen Film zu machen über volle Stadien ohne Masken, über Fußball und Reisen durch Deutschland. Und anscheinend dachten sie, irgendwie wird der Markt es schon rocken und haben gehofft, dass es mir gefällt. Und ich war hingerissen von dem Buch, von der Geschichte, von der Emotion und habe mich geehrt und gefreut gefühlt, dass die mich gefunden haben. Also es kam zu mir, irgendwie. Warum war es denn dir wichtig, diesen Film zu machen? Ich meine, Autismus ist ja wirklich auch ein total wichtiges Thema, was, glaube ich, wahrscheinlich auch noch nicht so richtig repräsentiert wird im Film. Außer ein Paar natürlich, ne? Also ich habe drei Patenkinder, einen eigenen Sohn und ich weiß und bin Scheidungskind selber und ich weiß, ein Familienleben ist wie Teamwork. Viele Leute müssen sich einbringen, am besten gemeinsam Hürden überwinden, eine Streitkultur finden und ich habe, auch wenn es um Autismus geht, habe ich trotzdem für mich auch viel entdeckt, was ich spannend fand, wo ich mich wiederfand, was mir geholfen hat. Ich fand die Vater-Sohn-Geschichte hat so eine tolle Ausgangssituation, weil der Vater ist Handlungsreisender, ist nur am Sonntag zu Hause. Die Mutter schmeißt seit 10 Jahren die Familie und hält den Haushalt und Schule und macht alles, damit der Mann das Geld verdient. Er ist aber nur sonntags zu Hause und jetzt kommt die Mutter und sagt, pass mal auf, Freundchen, ich liebe meine Kinder, aber wir haben ein Nesthäkchen, einen autistischen Sohn. Du hast dich noch nicht so viel eingebracht. Ich brauche Entlastung. Und dass die beiden dann auf die Idee kommen, einen Lieblingsverein zu finden für den 10-jährigen Sohn und dann 56 Vereine bereisen müssen, der ganz besondere Parameter hat. Und ich als Regisseur mit so tollen Schauspielern arbeiten darf und auch zusammenarbeiten darf mit dem echten Jason, der uns beraten hat, genauso wie der Mirko auch, im Verbund. Und die beiden haben die Geschichte geschrieben aus einem Grund, weil Autismus ist noch nicht so lange bekannt, ist eine hundertprozentige Behinderung, man sieht sie jemandem nicht an und die zieht wahnsinnig viele Vorurteile nach sich. Ja, schlecht erzogenes Kind, Eltern schlecht und in der Gesellschaft ist es nicht wirklich, stößt nicht auf Verständnis und das Thema Autismus, diese spezielle Behinderung mit den ganzen, was ja ein großes Spektrum ist, dafür Verständnis zu bekommen, indem man die Geschichte erzählt, aber über eine spannende emotionale Reise, Vater, Sohn und den Familienverbund, hat mich berührt, hat mich gefangen und ja, ich war nur dankbar, dass ich es machen durfte. Du hast so viele tolle und wichtige Sachen gesagt. Ich versuche die mal alle nacheinander noch ein bisschen nachzuhaken. Aber lass uns mal über mal den Cecilio Andressen sprechen. Also wie gut und feinfühlig hat er denn bitte diesen Jason gespielt? Er war ja bei den Dreharbeiten gerade 10 Jahre alt. Gab es da einen medizinischen Coach, der Cecilio da irgendwie ein bisschen was mitgegeben hat? Oder war das tatsächlich der Jason selbst, der auch Tipps gegeben hat? Beides. Also die beiden, was wirklich selten ist bei Autisten, dass sie Freundschaften pflegen. Und jetzt selbst heute noch sind sie hier und geben Interviews und treffen sich auch privat, weil
Unser Cecilio durfte ihn alle Sachen fragen und Jason durfte alle Sachen sagen. Und die haben sich so gut kennengelernt, dass sie bis heute befreundet sind, weil der Jason in Cecilio jemanden gefunden hat, wie jemand, der ihn so gut versteht wie kaum jemand anderes mit seiner Behinderung. Und Cecilio versteht Jason so gut und sie haben dann tatsächlich irgendwie auch noch gemeinsame Interessen gefunden. Und was war die Frage nochmal? Sag nochmal. Ob der Ach so, genau. Cecilio Nee, gecoacht wurde. und das Genau. A und O für den ganzen Film, für das ganze Unternehmen ist Cecilio. Wir haben gecastet, wir haben Kinder gecastet in der Corona-Zeit, wo die Schulen Lockdown waren und sich die Familie von Cecilio gefreut hat, weil er wollte mal an Filmen mitmachen und hat schon bei zwei, drei Studentenfilmen war beteiligt und fand es spannend. Und bevor zu Hause ist in der Lockdown-Zeit, hat er sich dafür interessiert und kam zum Casting. Und ich habe noch nie ein Kind, ich muss sagen Kind, weil er wurde bei uns beim Drehen, hat er seinen 10. Geburtstag gefeiert, der so feinfühlig war, so sensibel war, so neugierig war, so viel Mut hatte, so viel Spielfreude hat, so viel Talent und welch großes Herz. Ohne Cecilio, glaube ich, hätte ich den Film auch nicht gemacht. Es gab auch keine Nummer zwei, kann ich ganz ehrlich sagen. Und Cecilio ist für mich Herz und Seele des Films. Und dass der Jason sich mit ihm so gut versteht, das ist die Grundlage für diese ganze Geschichte und die Wahrhaftigkeit. Und dass wir auch keine Fehler gemacht haben, weil Jason und Mirko und die ganze Familie hat jede Drehbuchfassung gelesen. Sie standen für alle Schauspieler bereit für Fragen. Also Florian Fitz durfte fragen, Eileen Tetzel durfte fragen, Joachim Kroll. Also die haben alle ihre alten Egos getroffen, befragt und sehr intime Gespräche geführt. Und sie haben auch die Schnittversion zusammen gesehen und beurteilt. Und ich habe in meinem Leben schon lange Listen bekommen an Schnittvorschlägen in den Schneideraum, ob von Redakteuren oder Produzenten. Aber die längste, komplizierteste, ausführlichste, detaillierteste und kompromissloseste habe ich von Jason und Mirko bekommen. Ich glaube, Jason hat den Film 50 Mal gesehen am Stück. Und die Liste war lang. Einen Monat haben wir dann seine Sachen so gut wie möglich umgesetzt. Und wir haben die immer im Boot gehabt. Die waren unsere Berater von Anfang bis Ende, bis heute. Weil wir wollen gemeinsam, haben wir das Ziel, deren Geschichte bekannt zu machen. Werte über Familie, Väter, Söhne, starke Mütter, wichtige Großeltern und die Behinderung, dass man auch die sozusagen dafür für Verständnis wirbt und Einblick gibt in solche Familienverbunde, wo jemand Autist ist. Du hast natürlich jetzt auch vorher gesagt, dass du auch Fußballfan bist. Und dann interessiert mich natürlich auch brennend die Frage, welches Fußballteam dir denn in die Wiege gelegt wurden, um es mal mit den Worten von Jason zu sagen. Also ich bin die ersten Jahre bei meiner Großmutter aufgewachsen, auch weil ich Scheidungskind war. Und meine Großmutter ist mit mir nicht zum Spielplatz gegangen, sondern zur Säbener Straße, dem Trainingsgelände vom FC Bayern München. Also habe ich die ersten 5 Lebensjahre eigentlich am Trainingsplatz von FC Bayern München verbracht. Ich habe Autogramme von Beckenbauer und Hoeneß und bin seitdem Fan. Und es wurde mir in die Wiege gelegt, in dem Falle total. Aber bei dieser Geschichte fand ich es einfach auch spannend, dass es ja auch in erster Linie darum geht, dass ein Vater seinen behinderten Sohn genauer kennenlernt, in dem Glauben, er weiß schon, wie man damit umgeht. Das wird er dann schon lernen, dass er das nicht so weiß und auch über die Behinderung nicht so viel weiß. Aber vor allem auch, und ich schaue viel Fußball, aber wenn Jason ins Stadion geht, um zu beurteilen, ob das sein Lieblingsverein sein könnte. Und er will ja alle 56 Vereine der ersten, zweiten und dritten Liga live im Stadion beurteilen, hat er seine besondere Sichtweise, die mich auch nochmal fasziniert hat, weil wenn 80.000 unten schauen, wie die Mannschaft spielt, schaut einer woanders hin. Das heißt, der schaut, sind die Toiletten sauber, nachhaltig, wird nachhaltig gewirtschaftet, wie viele Nazis, wie viele bunte Schuhe die Spieler tragen. Gibt es irgendwelche Gimmicks? Sind es digitale Anzeigen oder wie bei Union Berlin noch mit der Hand? Also der hat seine ganz eigenen Parameter und seine ganz eigene Sichtweise auf Stadionbesuche. Und so habe ich auch noch nie ein Stadion besucht. Und ich habe mich sehr gefreut, mit unserem Team und unseren Schauspielern auf
diese ganzen Stadionbesuche, wir haben ja während den Originalspielen von Anpfiff bis Abpfiff gedreht, was auch nochmal eine Energie war, mit aus den Augen eines Autisten zu sehen und mal nicht mit meinen Augen, der immer nur schaut, fällt da ein Tor oder nicht, sondern mit ganz anderen Parametern Verein beurteilt. Und da habe ich schon sehr viel gelernt bei dem Film. Ja, vielen Dank, Marc, auch dass du so ausführlich über die Zusammenarbeit mit der Familie, also mit Jason und Mirko gesprochen hast, weil damit hast du fast all meine Fragen beantwortet. Vielen lieben Dank.